geht weiter heute mit dem Classic GT City Cup. Diesmal nur zwei Rennen. Ja, das haben wir ja ziemlich übel auf die Fresse gekriegt am Ende. Und weiter geht's heute mit dem nächsten, gut, hoffentlich jetzt erfolgreichen Event. Es ist wie Doch. Immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin. Entschuldige, es ist gleich soweit. So, mit dem Porsche wollen wir natürlich jetzt hier rocken. Es geht hier in Kuba, Habana. Hoffentlich um den Sieg. Zwei Runden. Zwei Rennen sind insgesamt. Und hoffentlich ein bisschen erfolgreich als das, was er gestern sagt, bei Damian. So, jetzt habe ich den, mich mal irgendwie in eine Lücke gedrückt. Das, der gibt mir noch einen mit. Ja, es ist klar, ich muss ja irgendwie mal auch was liefern. Mit Hand auf die 7. So, der Teamkollege blockt mir jetzt gerade die mal ein bisschen weg, dann bin ich jetzt, gehe ich jetzt den Sprung nach vorne auf 2 und er kommt. So, der Angriff auf die Spitze und wir haben es. Ja, so ein Sieg zum Auftakt wäre schon was Feines, dann hätten wir zumindest so ein, mal eine kleine Chance, mehr größere Chance, dass die Kinder zu gewinnen irgendwie. Ja, aber wie gesagt, klar. In England ist weggeworfen, in Barcelona quasi gleich verdient auf die Fresse gekriegt beim letzten Mal. Das wollen wir jetzt hier natürlich ein bisschen besser veranstalten. So, ja, das ist mir egal, was er da gibt. Hauptsache wir führen. Gut, dass die Strecke weitläufiger ist. Und wir jetzt mal ein bisschen Ruhe haben. So. Wollen wir das Ding hier mal wieder gewinnen? So. Okay, geh weiter. Ich hatte gedacht, ich hätte das eben nicht gespeichert, die erste Folge. Habe ich aber doch. Alles gut. Wir sehen kurz die kleine Pause hier mit drin. So, wir sind wieder bei der letzten Runde. Das führen relativ deutlich. Der Teamkollege ist auch schon noch für 6, also auch nicht gut dabei. Und jetzt bricht mir die Karre jetzt nicht beim Anbremsen aus. So wie es beim letzten Mal auch der Fall war. Nehmen wir mal wieder. Oh,
Aua, da hat es irgendwo gerade ziemlich heftig geknallt. Aber wie gesagt, nicht unser Problem, wir führen. Oh, wir haben ja einen Mega-Vorsprung gerade rausgeholt. Wir sind noch nicht mal im Sektor da hinten. Wir haben es. Ja, wir haben es ziemlich deutlich gemacht. Platz 1. So, auf geht's. Nächster Lauf. So. Gut, letzter Lauf, heute nochmal Barcelona. Oh Gott, nicht schon wieder Barcelona. Ich mag diese Strecke nicht. Na gut, was muss ich anbieten? Wir müssen sehen, wie sie ist. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sagen? Ich glaube, das Rennen geht dann noch im Regen, ja, das macht es am Ende da. Macht es auch ein bisschen besser. So, wir haben die Chance, wieder gut machen. Zweiter Lauf in dieser Serie eher in Spanien. Ja, natürlich drückst du mich in die Wand, du Drecksack. Und ich bin der Einzige, der sich wegdreht. Es hat sich ein Kollege getümmelt. Alle drehen sich in die Wand. Ich werde in die Wand gehauen. Und wer drückt mich weg? Ich. Ja, schon klar. Komm, das holen wir uns auf das Ding. Weil es wird nicht einfach werden, das ist klar. Ja, die Strecke ist nicht so weitläufig, wie das jetzt drin. So. Ja, das glaube ich was zu, ne? Aber ist mir egal, ich glaube jetzt auf meiner Linie. Was habt ihr denn eigentlich heute mit mir? So, jetzt sind wir schon mal wieder in den Top 10. Ich darf mir das hier keine Niederlage erlauben eigentlich. Oh, da ist eine Lücke. Die nehme ich mit. Oh. Nee, du lässt mich nicht. Du machst so zu, dass ich nicht vorbeikomme. Halt die Fresse auf den Linken. Ah, okay, ich dachte, ich krieg da mal eine Chance. Aber hier eben, du hast den Visierregel, mein Kollege. Du bist für mich vor mir direkt. Toll. Ja, schon klar. Letzte Runde, letzter Lauf heute. Das ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden gut machen. Und haben hier 8. Ich muss jetzt ein bisschen nach vorne arbeiten. 6 da. Das ist mir egal, das passiert manchmal. Wenn so viele Autos aufeinander kämpfen und dann drehe ich mich da einfach random weg. Nach dem Motto, nö, du bleibst mal schön wieder da hinten. Dann hätte ich fast meinen Teamkollegen damit abgeräumt. Und das wäre natürlich jetzt blöd gewesen. Aber der Angst ist weg, ich bin weggedreht. Ich meine, es passiert mir, dass ich auf die Handbremse komme, die Handbremse auf Kreis fliegt.
Wenn ich mir da zwei Gas gebe, also bist du ein bisschen. Lass dich doch mal ziehen, ich bin eh viel schneller als du. Weil ich hab den Spinner hier die ganze Zeit um mich rum. So, jetzt. Hey, was machst du da? Er ist mir scheißegal, er soll mich doch vorbeilassen. Gehen wir mal auf den Sack. Ich hasse das, wenn er eigentlich super länger weg, ohne dich wegblockt. Dritter jetzt, jawohl. Dann gewinnen wir mal wahrscheinlich nicht mehr, aber ich versuche es zumindest irgendwie noch zu retten. So, das muss ich jetzt machen, damit ich mich da irgendwie noch da vorne setzen kann. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das Zeli nämlich etwas früher kommt, aber vielleicht können wir das Ding dann doch gewinnen. Jawohl, ja, endlich. So, dann haben wir das auch durch. Ja, Platz. Nochmal mal Platz 5 mit dem Kollegen, sehr gut. Ja, gut. Bin zufrieden, passt. Level 68. Gut, dann haben wir das auch. Und dann. Gut, na klar, also die Serie haben wir definitiv gewonnen. Gut, dann gehen wir weiter morgen mit dem nächsten Teil und zwar sind wir uns mit dem Rennen hier. Bis dahin. Tschüss.